Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Master 27. Für euch schon vielleicht aufgefallen, das habe ich jetzt ein paar Tage, also 2, 3 Wochen und so hin und her immer so komische Folgen gemacht. Und ja, jetzt kommt wieder mal eine Entschuldigungsfolge und wieder eine normale Folge, weil ich schon wieder alles verschlafen habe. Nein, nicht verschlafen halt, ich habe halt keine Zeit gehabt und ja, ich habe halt viel keine Zeit gehabt. Ich will euch jetzt heute zusammen, so wie man so in hier einen Hauptgegenstand zeichnet, hier in so dem Bereich und der dann so in diese Richtung, so zum Beispiel in sein Zimmer zeigt oder so. Und ja, da will ich heute gleich mal schnell anfangen, weil wir sind eh schon nur mehr in Verzug. Ja, das mit dem Verzug tut mir leid. Wie soll ich das so sagen? Dumm gelaufen. Mehr fällt mir fast nicht ein, weil, ja, nun ja, es waren nicht gerade die besten Tage aller Zeiten. Ja, und ja, ich habe mir gedacht, ob ich das in SpeedArt oder sonst was zeichne. Da bin ich mir noch sehr unschlüssig. Schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr irgendwas zum Beispiel jetzt da, ob ihr jetzt mehr Speedart oder sonst was sehen wollt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich beantworte die dann ganz einfach und unkompliziert. Und ja, und dann war es das auch relativ schon. Nicht mit der Folge, sondern damit. Ich zeichne, ich glaube, ich die Entschuldigungsfolge zeichne ich, mache ich es jetzt und dann später mache ich halt die Speedart, wie ich zum Beispiel schon hier oder falls ich nicht ganz fertig werde, mache ich einfach dann schnell eine Speedart und dann haben wir das auch schon und dann war es das auch schon. Ja. Und ja, was ich so gehabt habe, ja, was soll ich mir zu groß sagen, es ist so, ich habe. Ja, Internet war down und alles und da bin ich nicht zum Hochladen auch noch gekommen und dann habe ich sowieso ein bisschen verpennt alles gehabt die ganze Woche und falls ihr euch wundert, falls es vielleicht im Hintergrund hört, ein bisschen donnert, es liegt daran, dass ich gerade aufnehme, wenn es blitzt und donnert, weil irgendwie ist Gott auch zornig auf mich, wenn ich hier aufnehme, also, tja, was soll man tun, ich nehme halt auf, wenn der Blitz einschlägt, tja, dann habe ich Pech gehabt. Ich bin vollkommen erledigt, meine Freunde. Aber viel wichtigeres Thema ist, wenn ich schon beim Internet gerade bin, dann will ich gleich einmal über gewisse Anbieter reden, die ein bisschen was, glaube ich, genommen haben. So, dann weiß man eigentlich schon auch, wer das ist. Er weiß das schon, T-Mobile natürlich. Ja, das denken sie dich überhaupt, die Leute bei T-Mobile in Steinzeit, da wahrscheinlich, uns geht das Geld aus, was haben wir denn für Ideen noch? Ach ja, wir könnten doch noch den armen Leuten das Internet wegnehmen, absichtlich so gesagt, weil ich glaube, die wissen halt nicht die Bedeutung von Internet oder sonst was, die wollen einfach nur das Geld sehen und dann tschüss, Sikorsky. Das interessiert die doch nicht ganz. Ein schöner Blitz. Ja. Jetzt rede ich für die Blitze, Internet und ja. Ach, das ist wieder eine Traumfolge, das spüre ich jetzt schon, aber ich ziehe das jetzt durch. Und die Beine stehen schon. Und ja, ich weiß nicht genau, ich ziehe die jetzt immer so ein bisschen mehr nach oder so, weil ich habe immer Angst, dass ihr die gar nicht seht, wie zum Beispiel eine Flügelfolge, die ich mal gemacht habe und dann hat man da so gut wie gar nichts gesehen und alles und das mag ich nicht so gern, weil man schon soll. Okay, die Sprache ist, verstehe ich auch, okay, ja. Und da habe ich auch mal so alles so, habe nicht richtig gesehen und so, hat mich eh jemand aufmerksam drauf gemacht und ja, und das will ich nicht, dass das wieder mal ist. Und deshalb zeichne ich das jetzt alles, immer wenn ich ein bisschen was gezeichnet habe, zeichne ich das schnell nach mit ein bisschen Stifte und so. Und dann haben wir das auch gleich, also auf die Uhr, ja, dann 3 Minuten, ja, das geht sich noch aus, ich kann jetzt auch Überfolgen machen und so, das geht sich schon aus irgendwie so, scheiß Blitz, aber ist egal, ich glaube, das hört man nicht, ich hoffe es, weil, dass man nur die extrem lauten hört und so, das hoffe ich, oder dass man es überhaupt nicht hört, das ist natürlich das Bessere.
das scheiß Gewitter. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr Gewitter mögt oder nicht. Wer mag denn schon Gewitter? No racist? Rassistisch gegen Gewitter. So kann das enden. Naja, aber wie ich zurückkomme zu T-Mobile wieder, will ich nur so sagen, dass sie eigentlich. Die werden schon selbst sehen, wo sie damit hinkommen. Dann gehen halt alle zu einem anderen Anbieter. Das ist doch relativ egal, vielleicht. Derjenige, es macht nur einer, das nicht machen, und der verdient sich so viel mit dem Internet dann. Aber wie sie sagen, ja, dann, das kostet und das ganze System und das ganze. Haltet ihr nicht das ganze Internetnutzer und alles aus? Das ist ja kompletter Blödsinn. Die sollen halt sich mal ein bisschen mehr bauen wieder alles und dann hat sich das geregelt. Dann da habe ich lieber ein buggiges Internet, bevor ich kein Internet habe. Also, die sollten sich da lieber was überlegen und dann sollen es nochmal herkommen und dann die Idee. Da zahle ich halt monatlich 3 Euro mehr. Macht jetzt auch nichts, aber ne, gleich so dreist und das Internet komplett runtersetzen in die Lahmärschigkeit. Nein. Nicht mit mir, sage ich. Also, am besten immer dir und dann haben sie das Datum auch noch zu perfekt gelegt. So, an richtig 2014, nein, 2016 gelegt. Da kann sich doch niemand mehr dran erinnern. Ich werde euch sicher dran noch erinnern. Und wenn nicht, dann ja, Suizid. Ja, ganz leicht Suizid und dann habe ich es gleich hinter mir. Und jetzt muss ich gleich die nächste Part schon schneiden. Also, naja, ich habe noch eine Minute, da schaffe ich noch was. Und wahrscheinlich könnt ihr euch schon denken, nein, glaube ich nicht. Ja, okay, bis zum nächsten Part. Und da bin ich schon wieder gleich. Natürlich muss ich meine Part schneiden und heute rede ich richtig langweilig, wie ein Zombie. Ist mir bereits gerade aufgefallen, als ich das wieder angehört habe. So wie ein Zombie so, hallo, wie geht's? Telekom und Zombies. Ich glaube, das wird die nächste Überschrift. Ich sollte lieber so reden wie russischer Patriot. Ich glaube, ich werde die ganze Folge jetzt so reden. Schreibt's mir in die Kommentare, ob euch das gefällt. Wahrscheinlich nicht, aber ja. Russland, Putin, Fukushima. Nicht unsere Schuld. Auf Führer haben wir Tschernobyl. Und ja, das ist ganz leicht, diese Fälle zu zeichnen. Hier ein bisschen, dass wir an die flügelnde Fahne hart sind, auch weiß nicht was. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, ich werde jetzt die ganze Folge so reden, wie russischen Akzent. Zombies, Russen, das kommt alles zusammen. Ist doch heute unfassbar. Kommt sicher von schlechten Einfluss vom Internet. Das weiß ich ja aus Putin. Deshalb werde ich jetzt die ganze Folge so. Ich glaube, ich sollte damit bald aufhören. Sonst werde ich bald keinen Abonnenten mehr haben. Oh ja, das sehe ich schon. Die Zukunft. Die Zukunft sehe ich das bereits, dass ich alle Abonnenten verlieren werde wegen russischen Akzent. Tja, das ist wohl dumm gelaufen für mich. Ja. Oh Gott, jetzt. Es ist einfach ein komischer Tag, ich weiß es nicht, aber ja. Ich glaube, das mache ich jetzt dann bald in Speedart, weil ich glaube, das zieht sich raus und ich muss mich auch irgendwie aus der irgendwie herausziehen. Das wird schon nichts. Ich habe schon gemerkt, als ich heute gestartet habe, das wird nichts. Aber ich ziehe das jetzt einfach mal durch und ja, es kommt von den ganzen Spielen, die ich spiele, sicher, da bin ich mir sicher. Ach. Rote Alarmstufe, irgendwas.
Das mag ich. Alles so richtig sozialistisch geprägt, alles voll Sozialismus pur. Ja, es war schon lustig. Die Kaffeetassen, sozialistisch wie immer. Ja, das war schon relativ lustig sogar. Ja, jetzt wieder alles nachziehen, damit ihr alles seht, weil ich wieder nicht wieder schon bereits erwähnt, was ich nicht will. Heute rede ich, sollte ich wieder Russisch anfangen. Da werden voll viele Leute happy sein. Aber ich erkläre noch ein bisschen lieber was, bevor ich komplett wegfall. Prinzipiell ist einfach so leicht zu erklären. Hier einfach die Flügeln sind relativ leicht. Und ja, und die Flügeln sind einfach relativ leicht nachzumachen. Also prinzipiell ist einfach, achtet darauf, dass es alles noch so ein bisschen so feenhaft rüberkommt. Das Wichtigste ist sowieso, dass es immer so ein bisschen unrealistisch ausschaut. Nur so Spaß, ein bisschen Unrealismus reinbringen. Und ja, prinzipiell ist dann so, dass dann hier noch die Haare und das Ganze hinkommt. Also hier so rüber und so runter. Und dann hier und so und tralala und so. Ja. Aber das mache ich dann noch in Speedart oder jetzt gleich. Ja, ich mache jetzt schnell noch einen leichten Wasserkopf. Aber bis zur nächsten Folge mal. Bis zum nächsten Schnitt.